Als ich erfuhr, dass ich den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis bekommen sollte, war ich natürlich sehr erfreut, mich höllisch gefreut. Ich war damals ein ganz junger Wissenschaftler, 30 Jahre alt. Für meine Karriere, ich glaube, er war ein Türöffner für mich. So, als ich erfuhr, dass ich den Preis bekommen hatte, war meine erste Sorge, was ziehst du an? Ich hatte nämlich keinen Anzug, also musste ich mir einen Anzug kaufen. Den habe ich später immer noch angezogen und auch einen Mantel, den habe ich nie mehr angezogen. Die Preisverleihung selber fand ja in Würzburg statt, in dem Hörsaal des dortigen Botanischen Instituts. Und es war absolut fantastisch, wie das alles ablief. Sehr familiär, hätte ich fast gesagt. Und ich musste zum ersten Mal in meinem Leben vor einer Öffentlichkeit vortragen. Das habe ich vorher geübt. Meine Frau hat mich abgehört und ich glaube, es war ganz gut. Jedenfalls habe ich positive Resonanz bekommen. Also in meiner Arbeitsgruppe haben sich natürlich alle wahnsinnig gefreut. Besonders mein damaliger Chef und Mentor, Professor Reinhold Herrmann, der das auch initiiert hatte und mit dem ich sehr lange sehr vertrauensvoll und gut zusammengearbeitet habe. Der Rest des Instituts war natürlich auch begeistert. Wir hatten damals einen australischen Wissenschaftler da und der hat natürlich gleich Sektflaschen rangeholt, die wir geköpft haben. Ja, das Preisgeld habe ich größtenteils für Auslandsreisen verwendet. Damals gab es noch keine große Förderung von Seiten der Unis für solche Auslandsreisen. Und für einen jungen Wissenschaftler war es natürlich essentiell, auf internationale Kongresse zu gehen und dort die wissenschaftliche Community kennenzulernen. Es gibt ja eine ganze Menge an Preisen für ausgereifte Wissenschaftler, möchte ich mal so formulieren. Aber es gibt wenige Preise für junge, ganz junge Wissenschaftler. Und zwar Preise, die ein gewisses Renommee haben. Und der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis hat ein Renommee. Insofern hat der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis eine ganz wichtige Funktion, gerade ganz junge Wissenschaftler herauszuheben und ihnen eine Laufbahn in der Universität oder in anderen Bereichen zu eröffnen. Also wenn ich an die 80er Jahre zurückdenke, dann war ich der einzige Weg vor einer Professur, dass man Universitätsassistent wurde und dann halt eben über die Habilitation dann halt die Voraussetzungen erlangte, um eine Professorenstelle zu bekommen. Das ist heute noch ganz anders. Heute ist das ein möglicher Weg noch, aber gerade in Naturwissenschaften sind die Wege über Nachwuchsgruppen, sei es im Minöta-Programm oder sei es der ERC Starting Grant oder was auch immer. Das Erste, was ich jungen Wissenschaftlern auf dem Weg geben möchte, ist, dass sie sich überlegen müssen, ob sie für die Wissenschaft eine gewisse Leidenschaft empfinden. Wenn sie keine Leidenschaft empfinden, würde ich ihnen raten, das nicht zu machen, denn ohne Leidenschaft läuft gar nichts. Die Leidenschaft ist das Entscheidende, dass man begeistert von der Sache ist, dass man Spaß daran hat, auch in unbekanntes Terrain mal vorzustoßen, das nicht immer einfach ist, weil manchmal scheitert man, aber das muss einem Spaß machen. Der zweite Ratschlag ist, dass die jungen Wissenschaftler sich überlegen müssen, in welche Labore sie gehen. Sie sollten in solche Labore gehen, wo es brummt, wo aktiv Wissenschaft betrieben wird, wo der Chef oder die Chefin aktiv ist. Also wenn ich die Liste der Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger so durchsehe, dann sehe ich eine ganze Reihe Leute, die es geschafft haben, die also Professoren geworden sind, was belegt, dass der Preis erfolgreich war.